dem Alltag entfliehen. Fernab von Hotels und Campingplätzen. Einfach mal in die weite, weite Natur. Camping-Experte Sebastian Wiedling und HR-Praktikantin Marie Köhler machen sich in Südhessens Wälder auf und versuchen sich heute mal im Wildcampen. Also Sebastian, was machen wir heute? Ja, also wir sind heute hier in der Nähe von Darmstadt und ich wollte mal mit euch ein bisschen durchgehen, wie man ein Nachtlager im Wald aufbauen könnte. Dafür habe ich ein bisschen Gepäck dabei, Isomatte, Hängematte, alles drum und dran, und ich würde dir mal zeigen, wie das geht. Super, da freue ich mich. Sowas habe ich noch nie gemacht. Perfekt. Wir starten mit der Checkliste. Was muss ich überhaupt dabei haben? Am wichtigsten ist immer Verpflegung, Essen, Trinken. Notdurft ist natürlich auch immer ein wichtiges Thema. Ansonsten alles, was Hygiene betrifft, abends natürlich Schlafmöglichkeiten, Hängematte, Schlafsack, Isomatte. Beleuchtung ist ein wichtiges Thema. Alles Weitere ist eher so ein bisschen in die Richtung Luxus, aber natürlich auch nicht von der Hand zu weisen. Dann legen wir mal los. Aber Moment, ist Wildcampen überhaupt erlaubt? Generell gilt, Zelten im Wald ist in Deutschland nicht erlaubt. Wenn wir allerdings das Lager ohne Zelt aufschlagen, befinden wir uns in einer rechtlichen Grauzone. Hier regeln die Bundesländer die genaueren Bestimmungen. In Hessen sind die besonders kompliziert. Nachts darf der Wald abseits der Wege nicht betreten werden. In der freien Landschaft oder auf Privatgrundstücken ist es allerdings nicht verboten. Voraussetzung: die Erlaubnis des Eigentümers. Und die haben Marie und Sebastian in diesem Fall. Als erstes probieren sie die Variante mit der Plane aus. Dabei schlafen sie mit Isomatte und Schlafsack ganz naturverbunden auf dem Boden. Als Regenschutz spannt Sebastian noch eine Plane auf, auch Tarp genannt. Das gilt nicht als Zelt. Noch die Heringe rein, fertig. Kein Problem für den Experten. Aber kriegen das auch Laien hin? Mit ein bisschen Übung geht es relativ schnell. Ich hätte jetzt gesagt, 5 bis 10 Minuten bei normalen Abläufen. Wenn es windig wird, natürlich ein bisschen schwieriger. Und in der Nacht mit Beleuchtung, da sollte man einfach drauf achten. Aber für jeden, denke ich, machbar. Ich denke auch, dass selbst wenn man alleine ist, dass man das schaffen kann. Natürlich sucht nicht jeder nachts die Nähe zum Boden mit all seinen kleinen und großen Bewohnern. Deswegen suchen die beiden jetzt nach einem Ort für eine luftige Alternative. Dafür ist die richtige Platzwahl entscheidend. So, jetzt werden wir hier unsere Hängematte aufspannen zwischen den zwei Bäumen, die ich uns rausgesucht habe. Warum genau hier? Ja, der Abstand scheint ganz passend zu sein. Wir haben so ungefähr 3,5 Meter. Die Bäume sind dick genug, was auch immer ein wichtiger Faktor ist. Mhm. Und ansonsten, wir haben genug Platz. Sim. Wichtig, den Knoten an beiden Seiten fest zuziehen. Spezielle Outdoor-Hängematten besitzen eine wichtige Besonderheit, auf die beim Aufbau zu achten ist. Was ist das hier jetzt? Ja, bei einer Hängematte mit Moskitonetz ist es natürlich immer ganz praktisch, das noch abzuspannen, damit es einem nicht im Gesicht hängt und damit man auch vor Mücken und Insekten geschützt ist. Das Netz oben hält lästige Blutsauger fern und unten hält die Isomatte schön warm. Na dann steht einer erholsamen Nacht unter freiem Himmel nichts mehr im Wege. Das Hörnste ist da im Wald. Also einfach den Grundbesitzer höflich fragen. Es kann auch manchmal ganz einfach sein. Mit Cornelius Blanke vom ADAC will ich jetzt drüber reden, wo man sich mit dem Wohnmobil hinstellen darf und wo nicht. Hallo Herr Blanke, grüße Hallo. Sie. Wir waren jetzt gerade im Wald eben. Wie wäre das mit dem Wohnmobil? Dürfte ich da einfach mal eine Nacht verbringen? Finde ich nicht so eine gute Idee. Also es gibt viele lokale, regionale Vorschriften, die da sagen, in Wald-, Naturschutz- und Deichgebieten ist das nicht erlaubt. Da hängt auch nicht ein Schild dort, man weiß das nicht unbedingt. Es gibt ehrlich gesagt auch viel bessere Möglichkeiten, mal eine Nacht wo zu verbringen und nachts irgendwo zu stehen. Da klopft jemand an, Frau Brüning, ich würde dich aufmachen. Okay, wo würden Sie noch sagen, es ist nicht so eine gute Idee, sich hinzustellen? Also man kann natürlich sagen, man geht auf Autohöfe und auf Rastplätze oder Parkplätze an der Autobahn. Aber ganz ehrlich, da ist nachts immer eine Menge los, Geräusche, Licht und so weiter, finde ich auch nicht so schön. Mhm. Ich will mich ja ausruhen. Also ich würde abfahren von der Autobahn, Industriegebiete oder noch viel, viel besser auf Stellplätze. Die gibt es nämlich bundesweit in touristischen Gebieten. Genau, sprechen wir gleich noch drüber. Wie ist es jetzt zum Beispiel so, Supermarktparkplatz oder so?
Ja, das ist ein privater, da muss ich fragen. Und wenn ich nicht frage, mich hinstelle, will am nächsten Morgen losfahren um 6, ist vielleicht die Schranke davor, ich komme nicht weg. Also das würde ich lassen. Auch nicht so gut. Jetzt mal so grob gefragt, wo darf ich denn parken, wo darf ich halten mit einem Wohnmobil? Also ich darf überall da halten und parken, wo das auch sonst erlaubt ist, wo ich mit meinem normalen Pkw auch sonst stehe. Mhm. Brauche halt ein bisschen mehr Platz. Aber das dann nicht für Tage, sondern eben nur für eine kurze Zeit. Gut, aber dürfte ich da jetzt auch schlafen? Sie dürfen in dem Wohnmobil für einige Stunden, maximal sagt der Gesetzgeber 10 Stunden, zur Wiedererlangung der Fahrtüchtigkeit, dürfen Sie dort übernachten. Also das heißt ja quasi überall, auch in Wohngebieten, da gibt es keine Ausnahmen, wo nicht Halten verboten ist oder Parken verboten ist, dürfte man das theoretisch überall machen? Grundsätzlich schon. Mhm. Also bis ich wieder fit bin, ich darf allerdings keine Stühlchen auspacken, oder? Im Wohnmobil dürfen Sie schon essen, aber wenn Sie sie rauspacken, dann ist es vorbei. Wenn dann die Polizei kommt und sagt, Entschuldigung, das ist schon Campen, hier packen Sie ein und den Grill auspacken geht schon mal gar nicht. Also wirklich nur im Wagen bleiben, dort schlafen und wieder weiterfahren. Das ist der feine Unterschied, genau. Sie haben es eben schon angesprochen, es gibt so extra ausgewiesene Stellplätze. Ja. Das ist so eine Mischung, ne? Eigentlich zwischen Campingplatz richtig mit allen Schikanen und wild irgendwo stehen. Ja. Und ein bisschen günstiger auch als ein Campingplatz. Der Stellplatz ist so der Campingplatz für eine Nacht. Also quasi, um dort zu übernachten und dann weiterzufahren, kosten so 10, 15 Euro. Das Schöne daran ist, man ist unter Gleichgesinnten. Man hat also links und rechts auch nachts jemanden, der vielleicht was hört und ein bisschen aufpasst. Und sie kriegen dort Strom und auch Wasser. Und das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Mhm. Also aber auch nur für eine Nacht, das wusste ich gar nicht, dass man da... Man kann auch 2 Nächte stehen, aber die Regel sagt einfach, man fährt dann einfach weiter. Ja. Wenn man jetzt Lust gekriegt hat auf Wohnmobil, hat man überhaupt noch Chancen, diesen Sommer was zu kriegen? Oder ist Corona-bedingt alles weg? Es ist schon angespannter, aber wenn man nicht auf einen ganz bestimmten Typ aus ist und sagt, man telefoniert vielleicht ein bisschen rum und findet einen Vermieter vielleicht auch mal eine halbe, dreiviertel Stunde entfernt, dann sollte man schon noch eine Chance haben, was zu bekommen. Was kostet das? Ja, es kostet für einen 3,5-Tonner, das sind so die gebräuchlichsten, 120 Euro aufwärts. Das hängt dann von der Größe der Ausstattung ab. Und dann kommen natürlich noch weitere Kosten hinzu. Ich wollte gerade sagen, da kommen ja noch die Platzgebühren. Da haben wir eben was gehört, irgendwie 30 Euro oder sowas. 30, 40, 50 Euro nach oben ist das offen. Das kommt noch hinzu. Natürlich noch der Kraftstoff selbst. Mhm. Und man muss auch aufpassen, dass man eine Endreinigung hat. Die kostet auch noch mal ein paar Euro. Ja, und Freikilometer ist auch ein Thema. Wie viele Freikilometer habe ich? Das sollte man vorher schon überlegen. Was plane ich in der Woche zu fahren, damit man nicht das böse Erwachen zuletzt hat und sagt, oh, ich muss noch 300 Euro mehr zahlen. Das wäre blöd. Das stimmt. Was muss ich noch so für die Anmietung, für diesen Vertrag wissen? Ja, ganz wichtig ist schon mal das Alter. Zwischen 21 und 25 muss ich mindestens sein. Das hängt von der Größe und dem Gewicht des Wohnmobils ab. Ich muss den Führerschein 3 oder B haben. Ich sollte eine Kreditkarte haben, mit der ich dann die Kaution hinterlege. Ich empfehle Vollkasko. Und ganz, ganz wichtig ist, man fährt ja in der Regel zu zweit, zu dritt. Sollte noch ein zweiter Fahrer eingetragen sein, damit man mal wechseln kann, wenn man müde ist, nicht mehr so fit ist, das ist ganz, ganz wichtig. Und dass man nicht überall irgendwie auf blöden Plätzen stehen muss, weil man müde ist und so weiter. Genau. Beim Entleihen ist das Gewicht auch noch ganz schön wichtig, haben Sie mir eben gesagt. Also ich würde jetzt denken, so eine Karre ist riesengroß, rein mit allem, was mit soll. Aber so ohne Limit ist es gar nicht, ne? Nein, 3,5 Tonnen heißt 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Wenn jetzt das Wohnmobil schon 3,1 Tonnen wiegt, habe ich 400 Kilo. Und wie schnell sind wir bei 400 Kilo? Stellen Sie sich vor, mit Ihrer Familie, Hund, Katze, dann der Einkauf beim Lebensmittel, 3 Petelecks. Ja, und die Leute wiegen ja auch noch was. Die wiegen auch noch was. Und wenn sie dann erwischt werden von der Polizei, dann wird das Ding erstmal stillgelegt. Das heißt, dann dürfen sie nicht weiterfahren, müssen quasi entschutten. Oh, weia. Danke, Herr Blanke, dass Sie da waren.